Wolf Dietrich Swoboda geht zum Dienst. Es ist noch finster und es ist Weihnachten. Wolf Dietrich Swobodas Herz ist voller weihnachtlicher Wärme. Der Advent durchzieht ihn in stiller, doch sicherer Erwartung, wie ein Kind den Christkindlmarkt. Und sein Entschluss, die Menschheit in ihrer Unvollkommenheit mit umfassender Güte zu begreifen, festigt sich immer mehr. Trotz aller Anfechtungen, die ihm das tägliche private Leben, aber auch sein Beruf bescheren, der ihn mit den Fällen eines Bezirksgerichtes konfrontiert, die er für das Archiv des Justizministeriums auf Mikrofilm band. Es ist kalt. So ein Sternenhimmel, wie bestellt für den Weihnachtstag. Selten, dass man zu so einer frühen Morgenstunde so einen Sternenhimmel zu sehen bekommt. Ja, was so sag heute ist schon. Und so finster. Lichtjahre sind diese Sterne weg. Was bin ich und was ist ein Lichtjahr? Also was Sie sind, das weiß ich nicht. Und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nur am Rande. Aber was ein Lichtjahr ist, ist doch ganz einfach. Sie haben doch sicher einen elektrischen Strom gezahlt. Ne? Wenn Sie nach einem Jahr die Lichtrechnung kriegen, das ist ein Lichtjahr. Weil es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass das E-Werk vierteljährlich Teilbeträge einzieht. Ne? Nur am Ende des Jahres kriegst du die Lichtrechnung fürs gesamte Jahr, wobei natürlich die Teilbeträge gutgeschrieben werden. Ne? Ja, aber was hat ein Lichtjahr mit den Himmelskörpern zu tun? Ein Lichtjahr ist ein astronomischer Begriff. Na sicher. So eine Rechnung für ein gesamtes Lichtjahr hat ja astronomische Ziffern. Überhaupt jetzt, wo der Strom wieder teurer geworden ist. Na, Sie werden schauen, wenn Sie die Rechnung kriegen. Was da für eine astronomische Zahl rausgekommen. Ja, aber eine Lichtrechnung befasst sich doch ausschließlich mit Strom. Mit Ohm, Watt, Volt und diesen Dingen. Und da habe ich mich als Schüler nicht ausgekannt. Aber die sind da so schwer dran. Watt ist die Stärke und Volt ist die Spannung. Zum Beispiel können Sie aus einem kleinen Taschenlamperl niemals die Lichtflut oder sagen wir das Flutlicht von einer 100er Birne rauskriegen. Ne? Geht nicht. Weil 100er Birne hat 100 Watt. Ja. Weil ein kleines Lamperl hat nur 4,5 Volt. Sie kriegen das kleine Lamperl nicht einmal in die Fassung von einer großen Birne rein. Ne? Verstehen Sie das? Sicher, ich lebe ja nicht bei einer Petroleumlampe. Das mit der Glühbirne, das leuchtet mir ein, aber lieber Herr, was ist Ohm? Bei der Glühbirne? Normalerweise das Glas. Es kann aber auch das Gewind sein, oben. Wenn Sie zum Beispiel in einen Luster reinschrauben wollen, ne? Oh, du mein Gott. Morgen. So, steht irgendwas Interessantes in der Zeitung? Ich bin's. Natürlich bist du's. Wer soll es denn sonst sein? Ach so. Klingt den blauen Auge. Wie ist denn das passiert? Ah, du hast mich sofort erkannt. Wegen einem blauen Auge, bitte. Ja, da ist ja noch was. Fällt ja nichts auf. Ja, da ist irgendwas. Aber ich könnte nicht sagen, was. Aber ich werde dir jetzt sagen, wie das passiert ist. Aus Liebe. Aus Liebe passieren die verheerendsten Sachen. Also, erzähl schon. Ja, das habe ich dir schon vor einer Stunde gesagt. Was steht denn in der Zeitung? Ah, nichts Gescheites. Bist du mir noch böse? Warum denn? Wegen der Nebluschka. Ich hab das nicht so gemeint. Ja, nicht. Ich hab heute Nachmittag in der Zeitung gelesen. Da hat einer zu seiner Frau gesagt, er geht sich nur ein Backel Zigaretten holen und ist nicht mehr gekommen. Angeblich ist er nach Australien ausgewandert. Prost! Du, ich geh mir nur schnell ein Backel Zigaretten holen. Freddy! Ah. Kommst du da wieder zurück? Na, freilich! Was glaubst du denn? Meinst du, die wandern nach Australien aus? Lass deinen Ausweis da. Mach mir die Freude, lass deinen Ausweis da. Bitte. Du musst denn wirklich den Mantel anziehen. Ja. Und den Hut aufsetzen.
Die Bosch schreit. Bitte, was glaubst du? Ja, was? Ich hab das mit der Nebluschka wirklich nicht so gemacht. Die Halsketten brauchst du nicht. Das ist dein liebstes Stück. Ohne Halsketten kommst du bestimmt wieder zurück. Freddy. Freddy, komm. Komm, zieh dir die Schuhe raus. Nein. Ja, schau, geh in Haus schon. Bei der Köten. Aber sind doch warm, die Haus schon. So. Freddy, warte ein bisschen. Was? Zieh die alte Hosen an. Mit der lassen sie dich in Australien gar nicht rein. Das ist der erste wirkliche Anlass, dass ich mir das Rauchen abgewöhne. Na bitte. Gut. Das ist ja andererseits auch schön. Wenn man so begehrt ist. Ja, es könnte ja sein, dass du schon alles vorbereitet und hast. Eigentlich was? Neue Ausweis und alles. Und das vielleicht unten schon eine Wort. Mit einem Gewand. Tu mir die Freude, rasier dir den Bart ab. Weil dann hast du ein anderes Gesicht. Und kannst den neuen Ausweis gar nicht verwenden. Bitte. Zufrieden? Jetzt gehe ich aber. Ja. Gott, bitte, bitte. Ah, der Bord. Jetzt, wo du es erzählst, fällt es mir auf. Aber wie bist du denn zu diesem blauen Auge gekommen? Ich gehe über die Stirn, da kommt mir meine Nachbarin entgegen. Und wie wir uns genau gegenübergestanden sind, da habe ich die Hosen verloren. Meine Frau hat nämlich beim Abschied ganz heimlich mir den Hosenriemen weggenommen, damit ich nicht nach Australien auswandern kann. Meine Nachbarin, das ist die Frau Nebluschka, die mich eigentlich recht gut kennt, hat mich für einen hausfremden Exhibitionisten gehalten und sofort zugeschlagen. Aber wir schlagen jetzt auch zu. Auf geht's, der erste Fall. Ja, ja, die suche ich. Wie? Stell dich nicht so, wie wenn du nicht wüsstest, warum. Du hast mir da den Papagei verkauft. Was hast du mir denn damit angetan? Den musst du zurücknehmen. Wieso? Redet er nicht? Was heißt, er redet nichts? Den geht die Goschen wie ein Schwert? Der hört überhaupt nicht auf mit dem Reden. Nur wenn ich gewusst, dass der Vogel ein alter Nazi ist. Den ganzen Tag hält der Hitler und Goebbels reden. Dazwischen pfeift er alte Kampflieder. Nun, was am allerschlimmsten ist, wenn er den Feldwebel in Schleifer Platzeck am Kasernhof imitiert. Weißt du, wie ich jetzt mal zusammenfahre, wenn der Vogel aus seinem Käfig außer Achtung brüllt? Was heißt Achtung? Achtung! Achtung! Da hast du den braunen Kumpanen wieder und gib mir mein Geld zurück. Das Teuer war er sowieso. Sag einmal, wie hast du den überhaupt berechnet? Ich hab glaubt, die Papageier werden nach dem Gewicht verkauft, wird die Händeln ein bisschen teurer halt, ne? Nach dem Gewicht? Das ist ja ein Vogel und kein Kaviar. Wie du ihn gekauft hast, warst du ganz begeistert, weil er so schön Kuckuckuckuck gerufen hat. Da hab ich ja noch nicht gewusst, dass er das ehemalige Radiozeichen für Fliegeralarm nachmacht. Bitteschön, hätte ja nichts dagegen, wenn er einmal Lili Marlene singt. Aber komm, komm ich bei der Tier rein, grüßt er mich mit Heil Hitler. Oder er schreit mir an, Sozialismus ist unterbie. Und das alles bei unseren Dienern wen, den Gemeindebau. Leute müssen ja glauben, da wohnt ein Neonazi. Dankeschön, Frau Niese. Also gib mir mein Geld zurück, oder ich geh mit dem zur Staatspolizei. Das tät so passen. Dort wird auf der Brust hat er rechts eine ganz nackte Stelle. Na, glaubst du, ich werde rasiert? Da hat er wahrscheinlich sein Parteiabzeichen getragen. Also bei mir hat er sich den nackte Stelle nicht geholt. Soll ich Attentat auf ihn machen? Das ist gegangen genauso schief wie das auf dem Hitler. Das hätte ich gleich sagen können, dass das schief geht. Eine Bomben in einer Aktentasche. Vergiften hätten sie ihn sollen. Oh, hätte Stauffenberg hingehen sollen und sagen, mein Führer, da haben sie ein bisschen ein Gift. Ich gebe ihm einen Zuckerl oder hauen sie ins Wasser ein. Du, ja, du. Du haust den Hitler was ins Wasser. In der Wolfschanzen haust du ihm was ins Wasser.
Jetzt bröseln die, wenn du nur zu dem Wasserglasel zurückgängst. Ja, also gut, aber eine Bombe in einer Aktentasche ist der reine Selbstmord. Achtung! Stell dir vor, der Stauffenberg geht raus, der Hitler sieht die Aktentasche, geht zum Fenster und ruft: Stauffenberg! Sie haben Ihre Aktentasche vergessen! Oh, damit. Und gibt ihm seinen Tod. Oder er hält das Ganze für einen Scherz. Für einen April-Scherz hätte er es nicht halten können, es war ja der 20. Juli. Obwohl, man hat ihn einmal in April geschickt, in der Reichskanzlei. Da hat wer angerufen und hat gesagt, er soll rauskommen, es will ihn jemand sprechen. Ja. Der Hitler ist raus vor der Reichskanzlei, war niemand da. Na, weil sowas, da gibt's keine Spannbarkeit. Weil hingegangen, hätte ihn Hitler über den Schädel gehaut und hätte zu den anderen gesagt, meine Herren, der Krieg ist aus. Was war geschehen? Gar nichts. Weil sowieso schon alle angefressen worden von ihm, die Generalstäbler. Geh nicht so am Tisch. Du hättest dem Hitler einen über den Schädel gehabt, du Seicherl. Die, was du da schlagen hast, die Lemole noch. Du sei ganz still, Freundl. Achtung! Du warst ja mir noch in der Wolfschanzen hinten reingerät, dein Führer. Kannst dich nicht mehr erinnern, gell? Aber ich schon, in 38er Jahren, im Dampfbad, da hast du sogar auf dem Haartierchen hast ein Hakenkreuz stecken gehabt, damit die Leute alle sehen, dass du ein Nazi bist, ne? Oha! Na, was heißt Oha! Was ist Oha? Achtung! Gib mir mein Geld zurück für meinen Papagei. Dein Papagei? Ja. Dein Papagei? Dein Papagei? Ist das so schön? Haben Sie sich verletzt, Herr Dattler? Verletzt? Das nicht, Frau Schäferath. Aber ich sehe nicht ein, warum. Ich sehe nicht ein, warum gerade ich den Spiegel zahlen soll. Das war ja höhere Gewalt. Schließlich hat der Mittelstößl angegriffen. Das ist eine zweite Kriegsschuld. Was? Wer hier angegriffen hat, wird die Geschichte erweisen. Ja, das werden wir das ja sehen. Das ist hier nicht Gegenstand der Verhandlung, sondern Sachbeschädigung. Und der Sachverständige sagt, dass der Spiegel echt Regency war. Perfides Albion. Also, Zeuge Stößl, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann glaube ich fast, dass der Papagei bei Ihnen in die Schule gegangen ist. Frau Rath, ich bitte um einen strengen Freispruch. Der Wirt ist doch sicher versichert. Ja, das schon, aber der Spiegel ist so wertvoll, dass der Geschädigte bei den Versicherungsprämien zurückgestuft wird. Aha, so ist es. Herr Stößl, stehen Sie bitte auf. Herr Stößl, Sie nehmen den Vogel zurück. Aber Frau Rath, der Papagei ist sofort nach dem Vorfall zur Tür hinaus und... Sie nehmen den Vogel zurück und mit dem an Dattler zurückerstatteten Geld bezahlt dieser den Wirt. Verstanden? Oder soll der Herr Bezirksanwalt gegen Sie ein Verfahren eröffnen? Im Übrigen spreche ich den Beschuldigten streng nach dem Gesetz frei. Da dieser ja nicht vorsätzlich, sondern im Rückwärtslaufen den Spiegel zerbrochen hat. Ja, aber der soll ja frisch drauf. Die nächste Causa. Diese Richterin in die Gerechtigkeit so ernst wie die italienische Post einen Eilbrief. Ja, heute lebe ich ganz gut. Warte, sind das Adaxon, die was da unten sitzen? Nein, Adaxon sind das keine. Das sind die. Ja, das mache ich einfach. Na, fix, wie heißen sie denn? Die Salamander. Salamander sind das. Mhm. Macht man aus der Salamander Salami? Der Bub hat einen Schnaub. Die Salami macht man aus einem Esel, du Esel. Die Salamanderin, die sind nur zum Anschauen da. Und wie schauen die Salaweiberl aus? Die wer? Die Salaweiberl. Wenn das da unten Salamandern sind, dann muss sie ja Salaweiberl geben. Sag mal, Bub, hast du heute narische Schwammerln gegessen? Du wirst dann Blödsinn zusammenreden. Schau, der Herr schaut schon. Hm? Der wird sich denken, du bist schon dumm. Na. Ich denke mir gar nicht, dass der Bub dumm ist. Der Bub ist gar nicht so dumm. Nur Sie geben ihm da durch die Bank falsche Auskünfte. Die Salami wird aus Schweinefleisch gemacht. Und das ist kein Salamander, sondern das ist ein Lurch. Bitte tun Sie mir da keine Erklärungen geben. Ja? Den Lurch haben Sie vielleicht zu Hause unterm Kosten. Das hier ist ein Salamander. Und für die Salami werden Eseln verwurstet. Ja, dann können Sie da gleich zu einer Salami verarbeiten lassen. Genauer gesagt, ist das eine Zwischenart von Salamander und Lurch? Das ist ein Olm. Ein Olm her oder ein Olm da?
Das weiß ich nicht. Ja, ja. Hör nur genau hin, was der Herr sagt. Der hat mich sehr gescheit. Also bitte vergiss nicht, das hier ist ein Olm. Ne? Und wenn der Olm ein Kapperl hätte, eine Mütze, dann wäre er aus Olmütz. Und da bitte schau, 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 hier, da sitzt ein Herr Olm auf einer Frau Olm, weil auf der Olm, da gibt's keine Sünd. Und jetzt gehen wir, komm. Jetzt kaufen wir uns eine Salami. Mit Kraut und Knödeln. Und vielleicht auch mit Karotten. Weil möglicherweise ist das ein Karottenolm. Oh, du mein Gott, das heißt doch nicht Karottenolm, sondern Grottenolm. Und zwar hält sich das Viecherl gern in Grotten auf, wo so finster ist wie in einem Kopf. Was? Was? Sie beleidigen einen Vater vor seinem eigenen Fleisch. Was ist das? Fleisch und Blut? Sie nehmen es zurück? Oder ich hau ihn da in die Sandkassel, dass die Wüste lebt? Was ist da? Was ist da? Diese zoologische Null hat mich dann tatsächlich in die Schlangengruben reinhauen wollen. Dabei ist er ausgerutscht und auf einmal ist er selber drin gelegen. Meine Schuld war es nicht. Im Übrigen war das reine Notwehr. Der Kläger wurde zwar nicht gebissen, er litt aber einen Schock und isst nichts mehr. Wie die Schlangen. Oder der Zeck. Der Zeck isst oft jahrelang nichts. Dann lässt er sich fallen. Lauter, eher nichts. Lässt sich fallen und sauft das Hundertfache seines eigenen Körpergewichts. Wer es glaubt. Das Hundertfache seines eigenen Körpergewichts an Blut. Pfui. Kommen Sie doch bitte nach vorn. Ich verhänge über Sie eine Ordnungsstrafe von 100 Schilling. Ja, warum denn? Darf man da nichts reden? Ich bin das erste Mal bei einer Verhandlung. Solange schön war, war ich immer am Sportplatz. Ich hab glaubt, sich freuen ihn, wenn man da ein bisschen Atmosphäre reinbringt. Aber gut, am Sportplatz muss man auch was zahlen. Immer gleich denkt, dass man sich da nicht umsonst einsetzen wird. Darf ich wieder herein, wenn ich die Bestätigung von der Kasse vorweise? Sie dürfen wieder herein, wenn Sie sich anständig benehmen. Zurück zur Causa Patschke. Herr Patschke, Ihre erhellenden Ausführungen über den Zeck in Ehren. Aber ich schlage vor, wenn der Herr Bezirksanwalt einverstanden ist, die hoffentlich baldige Genesung des Klägers abzuwarten und neu zu verhandeln. Einverstanden. Causa Stanzer versus Doberauer. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte schneiden Sie mir Glatzen. Was? Du willst ein Glatzen? Wieso willst du ein Glatzen? Weil er Glatzen haben will. Darf ich kein Glatzen haben? Eigentlich kannst du Glatzen haben. Es ist nur ungewöhnlich, dass ein Bube, der was lange Haare hat, dann ein Glatzen haben will. So dumm bist du ja nicht mehr. Dass man dazu ist, doch recht so, ja? Dass man dazu ist, dass er Frisur haben will, ist wie der Papa. Runter mit einem kurz und mit einem Loch in der Mitte. Na, ich will rasierte Glatzen haben. Also wachsen ist jetzt so komische Leute. Wenn man die Haare lang getrappt hast, ist ein Halbstarke. Und wenn man sie schneiden lässt, ist er ja auch nicht recht. Gehört zu einem anderen Haarschneider. Sitz dir auf, ich rede nicht lang. Das Fragen wird dann erlaubt sein. So. Du willst dir glatzen? Also gut, kriegst dir glatzen. So. So. Kriegt der andere auch ein Glatzen? Nein, schau nur zu. Aha. So. So. Das wär's. Das wären 70. Moment, warte. So, danke dir. Ja. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Grüß Gott. Haben Sie dem Buben die Glatzen geschnitten? Ja.
Was, so wollen? So wollen, so wollen. Wenn er will, dass sie ihm den Schädel abschneiden, schneiden sie ihm den Schädel ab. Das kommt ihnen teuer. Mein Bub ist bei den Sängerknaben. Mit dem Kopf kann er nicht singen. Singt er noch mal mit dem Haar? Aber er steht in der ersten Reihe. Sie haben ihm hergerichtet, wir sind offen. Mit dem Kopf kann er nicht in der ersten Reihe stehen. Er ist nicht beim Oberbayerischen Todelverein, er ist bei den Sängerknaben. Also warum hat er sich dann schneiden lassen? Weil er mit seinem Freund um 100 Schilling gewählt hat, dass kein Friseur so deppert ist und einmal Glatzen schneidet. Bei 8 war es schon, keiner hat sich traut. Nur Sie waren der geschäftsführige Trottel. Bitte entschuldigen Sie, der Herr Doberau ist mein neuer Gehilfe. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Der Herr Doberau wird Ihnen einen Haarschnitt machen auf Kosten des Hauses, als kleine Schnitte gut machen. Bitte Platz zu nehmen. Beim Herrn Sohn ist ja nichts mehr zu retten. Leider, bitte schön, Platz zu nehmen. Ich glaube, zu der Sängerknabe. Sehr. Da müssen uns noch was wegnehmen. Und auch ebenfalls. Sie sehen doch, der Herr hat einen Wirbel. Da gehört auch noch was weg. Ja. Ja, dann machen Sie doch keinen Wirbel bei der Kundschaft und geben Sie mal keine Belehrungen, ja? Und klopfen Sie den Herrn nicht allerweil auf seinen Kopf um. Also, ich klopfe, solange ich will, ja? Der Herr soll zufrieden sein. Ich tue dir keine Pfuscharbeit. Was? Sie sind Pfuscher zu mir? Dann arbeiten Sie selber weiter. Ich mach keinen Schnipsel mehr. Was? Sie wollen den Herrn fertig bitten, ne? Machen Sie weiter! Das ist nicht gefühlt! Was, das so blöden Master habe ich noch nie gehabt. Yes. Sie schneiden jetzt den Herrn fertig, auf Kosten des Hauses. Oder wir treffen uns beim Arbeitsgericht. Schneiden. Jawohl, Herr Chef. Das werden wir gleich haben. So, bitte. Ist so recht. Und so. Und so? Na, ihr Alter. Au! Was ist denn? Was macht denn? Sie sind wahnsinnig. Das haben doch selber wollen. Das verstehe ich nicht. Das ist was hast gibt's jetzt von mir? Sag's jetzt mal. Was zu mir? Was macht ihr zu mir? Geht's doch weg, hören Sie. Geht's den Apparat weg. Passen Sie auf. Was sagen Sie da? Was sagen wir denn? Sie sind das was. Ich geh selber. Was will ich gehen? Wir arbeiten hier. Was sagen Sie da? Wenn mir mein Bruder aus der Gefahrenzone rausgeholt hätte, dann brauche ich überhaupt keinen Haarschnitt mehr. Hohes Gericht, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich habe dem Kläger angeboten, dass ich ihm lebenslang die Haare schneide, auf Kosten des Hauses. Nein, vielen Dank. Ich will mein Schmerzensgeld und aus. Mein Anwalt hat es auf 5.000 Schilling taxiert. Ich folge dem Antrag des Klägeranwalts und verurteile Sie, Herr Wellner, und den abwesenden Gesellen Doberauer zur Zahlung des Schmerzensgeldes in geforderter Höhe zu gleichen Teilen. Also, bin ich jetzt dran oder bin ich jetzt nicht dran? Die lassen einen warten, bis man schwarz wird. Frau Sedlacek. Frau Sedlacek. Frau Rath, sagen Sie meinem Mann den Mistbratel, den Elendigen. Wenn ich ihm noch einmal mit der philippinischen Krankenschwester erwisch, drehe ich ihm's Knack um. Ich lass mich nicht betrügen und schon gar nicht mit einer Zugrasten. Das tät ihm so passen. Nach 15-jähriger Ehe, dass er zu so einem braunen Flugerl zirkt. Frau Sedlacek, ich sehe hier im Akt, Sie sind im Kongo geboren und aufgewachsen. Ja. Wieso beherrschen Sie denn so herrlich den österreichischen Dialekt? Ich bin in ein Dschungelspital auf die Welt gekommen, wo lauter österreichische Ärzte waren. Sogar der Pfarrer war aus der Steiermark. Wie meine Leute gefragt haben, ob ich als Dienstmadel im Spital bleiben darf, hat er gesagt, sau wie sau. Und so bin ich dort aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben nur österreichische Laute gehört. Wie ich 20 Jahre alt war, haben sie einen weißen Jüngling eingeliefert, der was sie als kleiner Bo in Urwald verirrt hat und von den Eingeborenen aufgezogen worden ist. Der Bursch hat mir leid getan, weil er kein Wort Deutsch verstanden hat, sondern nur einen Buschneger-Dialekt geredet hat. Ich habe ihn dann geheiratet. Aus Mitleid. Bis heute kann er nicht richtig Deutsch reden, weil er so begriffsstützig ist. Und jetzt nimmt er sie nur philippinische Krankenschwester als Freundin. Also rufen Sie mir doch bitte den Herrn Sedlacek, ja? Herr Sedlacek, bitte. Sie sind der Herr Sedlacek? Ich, Mumbubu. Ich nix heißen Franz Sedlacek.
das Name von Teute Papa. Ich, Mon Bubu. Ich immer noch liebe in Schwarze Heimat. Alle Jahre fahren mit Neckermann in Schwarze Heimat. Leider meine Frau nichts kapieren. Frau haben schwarze Haut, aber Missionär von Steiermark mag in Seele weiß. So, Mobubu, nix glücklich. Jetzt aber, Mobubu, glücklich haben Frau von Philippi. Heimatsprache von Frau von Philippi, wie Mobubu Jugendsprache. Auch Het von Frau von Philippi, wie schwarze Afrika. So, Mobubu, jetzt glücklich. Ich, Mobubu, wohnen mit Frau von Philippi in Subsub-Wohnung mit Häuser am Gang. Mobubu, nix wohnen mit schwarzer Frau in Gemeindewohnung. Vielen Dank, Herr Mobubu. Herr Sedlacek, ich vertage die Verhandlung und beantrage die Zeugenvorführung der Frau von den Philippinen. Der nächste Fall, bitte. Na, jetzt schon wieder. Was ist denn? Sie sind der, der den Hitl immer die Birkeln ruiniert. Sie nervöser Pinkel. Ernst, können Sie nicht telefonieren und das wie ein Kind da herumkritzeln. Beherrschen Sie sich. Den Pinkel will ich vorläufig nicht gehört haben. Ich ruiniere nichts. Ich streiche nur meine eigene Nummer aus, weil ich seit gestern eine andere abmache und die Tür zu es zieht. Was? Sie gängen von Hitl zu Hitl und bessern Ihre eigene Telefonnummer aus? Ja, das ist der. Das ist doch nicht normal, Jens. Erzählen Sie das niemand, sonst wärst du noch psychiatriert. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, verschwinden's. Sie neugieriges Nockerl, Sie machen Sie die Türe zu und warten Sie draußen. Ein Wort noch ein beleidigendes und ich lupfe Ihnen mit den Herr aufs Hirn. Scheißkerl, können Sie bitte helfen, so sind Sie gut. Kommen Sie her und geben Sie ein unparteiisches Urteil. Schauen Sie, in der Zelle ist ein Narrischer, der in alle Telefonbücher seine eigene Nummer eintragt. Das wollte man mit dem Hörer am Kopf haben. Holen Sie ihn auch mal bitte. Ich wollte dabei die Tür zu. Moment. Kein Mensch hat gesagt, dass ich alle Bücher richtig stellen tue. Ich bin nur in der einen Zelle. Weil mich von da aus meine Schwester manchmal anrufen tut. Die Frau kann keine Zahlen behalten und sucht sich meine Nummer immer neu heraus. Soll die Frau vielleicht glauben, ich bin dauernd besetzt? Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe telefonieren, bitte. Das Geschöpf Blödes. Also mal telefonieren kann man mehr. Das ist ja echt zum Kotzen. Also bitte, die Sache mit Ihrer Schwester. Gut, ist in Ordnung. Aber ich bitte Sie hier nicht zu rauchen. Bin nämlich ein Nichtraucher und habe keine Lust, noch Ihnen da in den Milch zu stehen. In einem Telefonhütl ist kein Rauchverbot. Ich rauche da herin so viel ich will. Naja, bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen eines sagen. Nichtraucher wird es mir schon langsam unheimlich. Zuerst raucht er jeder 20 Jahre lang wie ein Schlotan, gewöhnt er sich's ab und wird so an die Nikotinhyäne. Jetzt raus ich ja schon immer auf der Gasse rauchen. Weil, wenn einem ein Nichtraucher entgegenkommt, macht er einen Bogen. Jens Pizzi, halten Sie mal keine Vorträge. Fassen Sie sich kurz und warten Sie mit dem Rauchen, bis wir da draußen sind. Lutschen Sie einen Rachenputzer, so wie ich. Das Hitl hat ja nicht einmal 1,5 Kubikmeter Luftraum. Sie kommen da mit einem Beischelreißer daher. Ja, glauben Sie, ich bin ein Rauchverzehrer. Wenn Sie mich drangsalieren wollen, haben Sie noch geschnitten. Mir genügt schon, dass ich daheim nicht rauchen darf. Meine Frau will das nicht wegen den Vorhängen. Sind da Vorhänge? In einem Telefonhütl sind keine Vorhänge. Ergo rauche ich. Verstehen Sie mich? Oder sind Sie derisch? Und jetzt machen Sie die Tür zu, sonst zwicke ich Ihnen die Nasen ein. Da riechen Sie dann lang keinen Rauch mehr. Da haben Sie dann nur mehr 5 Sinne, lieber Herr. Was ist denn da los? Warum wird hier gesprochen und nicht ferngesprochen? Schließlich ist das eine
Fernsprechzelle und was keine ist? Nachsprechzelle. Wenn Sie sich unterhalten wollen, dann gehen Sie in ein Kaffeehaus. Hören Sie, passen Sie auf. Hey, was ist denn? Sie! Passiert? Sie! Lieber Herr! Was wollen Sie denn von mir? Sie! Ich wollte nicht telefonieren. Frau Rat, weil wenn es darum geht, dass uns wer blöd anschaut, da sind Raucher und Nichtraucher solidarisch. Ich hab auch dem Herrn Bradl Schachtel leichte Zigaretten mitgebracht. Nein, bitte. Ist das lieb? Ich auch. Moment, Moment. Da ist was für Sie zum Lutschen. Ja. Na, gut, das Lutsch. Ist aber nett. Frau Rath, ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ein Eichkatzel hat mich so lange aufgehalten. Ich habe ja schon die seltsamsten Ausreden gehört, aber ein Eichkatzel. Ja, also die Geschichte war die. Ich konnte es immer noch. Grüße Sie, Herr Semmelrath. Das haben Sie, heuer noch gar nicht eingelagert. Aber selbstverfreilich, der ganze Keller ist voll. Aber das Eichkatzel, was vor meinem Fenster am Bann lebt, das rennt seit einer Stunde mit Nüsse rauf. Das kleine Figerl sammelt unheimlich viel Nüsse. Das deutet auf einen strengen Winter hin. Und da habe ich mir gedacht, zur Sicherheit holst du noch ein paar Backen Briketts. Ja, kommen Sie, ich helfe Ihnen schnell. Geben Sie her zwei Backen. Das nenne ich Nachbarschaft. Das wärmt innerlich, Herr Fröschl, wenn so ein strenger Winter bevorsteht. Ja, ja, sagen Sie, Herr Semmelrath. Sie sind ja ärger als das Eichkatzer. Warum haben sich denn gar so viele Briketten raufgetragen? Da fragen Sie noch. Das Eichkatzel rennt dauernd mit den Nüssen rauf. Drei Stück auf einmal. Anus hat's im Mund und die anderen zwei unter den Arm. Das deutet auf einen antarktischen Winter hin. Da gehe ich gleich noch einmal runter und hole ein paar Backen mit der Gätzer. Damit er sich in der Oktoberwärme nicht zu sehr anstrengt, habe ich ihn begleitet. Wir sind also zu dritt runter. Er und ich über die Stiegen und das Eichkatzel draußen über den Baumstamm. Und wie wir unten waren, da habe ich gesehen, dass der Kohlenhändler unterm Baum auf einem Bänkchen sitzt und dem Eichkatzel aus einem Sack eine Nuss gibt. Ja, da habe ich mich natürlich mit dem Kohlenhändler angelegt. Und angesichts dessen Rabiatheit ziehe ich meine Klage gegen die beiden Herren Bradl und Hübel zurück und verklage den Kohlenhändler. Also dann auf ein anderes Mal. Und jetzt auf ein neues. Frau Rath, meine Verehrung. Papa, auf Wiedersehen. Servus. Wir bleiben die Augen. Nach Ihnen. Aber nach Ihnen. Okay. Ah, da ist sogar Bückling. Das ist jetzt das Neueste, dass bei so feinen Sachen auch wieder deftige Genüsse dabei sind. Wissen Sie, dass ein Bückling eigentlich alle Vitamine hat, die man so ein Mensch braucht? Wenn ein Bückling ein Mensch wäre, würde er überhaupt keine Vitamine nicht brauchen. Ein Bückling würde nie einen Bückling essen, ne? Weil er doch als Bückling sowieso das alles hat, was ein Bückling braucht. Aber nur die Rogner. Die Münchner nicht. Ist das ein Rogner? Ernst? Sie nehmen ihn aber ein bisschen viel von dem Hummersalat. Pro Gast ist nur ein Löffel erlaubt. Ich hätte mit meiner Frau kommen können. Und mit den Kindern. Und ich nehme mir vier. Wir trinken ja ein Wein wie das Wasser. Es ist ja nur ein Wasser. Sagen Sie, wer sind Sie eben? Sie kommen mir so bekannt vor. Ein Freund der Familie. So, von was denn für einer Familie? Die Braut ist eine Weise. Er ist ein Ägypter. Waren Sie schon in Ägypten? Schauen Sie, Ihnen bin ich kein Rechenschaft schuldig. Waren Sie mit den Fingern der Torte noch mal da um? Ich will mir das Torte mit heimnehmen. Ernst? Das interessiert mich aber wirklich, wer Sie sind. Ihnen habe ich das schon mal gesehen. Diese auch. Und jetzt geben Sie Ruhe. Sehen Sie, dass Andenken verteilt werden? Das Karabäuskäferl. Der Ägypter ist Prentit. Ich nehme vier. Halt! Die Käfer sind vergoldet.
Auch noch nicht mehr. Wenn es Käfer sammeln will, dann gehen sie in den Wald. Schreien Sie das so. Die Brautmutter schaut schon her. Aha, jetzt habe ich ihn. Sie kennen ihn nämlich doch gar nicht aus. Weil die Braut nämlich gar keine Mutter nicht hat. Ich meine mit Brautmutter die Mutterbraut. Weil die Braut ist schwanger und nicht Mutter. Und jetzt belästigen Sie mich nicht. Jetzt komme ich zu meinem Nachtisch. Nachtisch, Nachtisch, was denn für ein Nachtisch? Sagst du, wollen Sie da vielleicht ein Nachtkastelleiter mit haben, nicht mehr? Ich kann auf der Rotel. Beschuldigter Rapp und Schabel, es handelt sich bei Ihnen da um Berufsschnorrer, die sich bei großen Festen unerkannt unter die Gäste mischen. Stimmt es oder waren Sie bei dieser Hochzeit eingeladen? Ja. Nicht direkt, Frau Roth. Aha, also indirekt. Indirekt auch nicht, aber es wäre überhaupt nichts passiert, wenn nicht solche Dilettanten wie der Mensch da... Frau Präsident, wer hier der Dilettant ist? Wer hier der Dilettant ist, Frau Präsident? Schauen Sie mich an. Ich bin ein kranker Mensch. Wissen Sie, wo ich schon überall angeschlossen war? 1952 an die Herz-Lungen-Maschine, 1964 an eine Nierenmaschine, 1938 an das Großdeutsche Reich. Hören Sie auf zu jammern. Verurteile Sie, Herr Hans Rapp, und Sie, Herr Vinzenz Schabel, zu je 3 Monaten Haft. Christian. Causa Schirmer versus Bayern. Schirmer, Bayern. Ist der Zeuge Kellner anwesend? Jawohl, aber das Gericht. Sie heißen Kellner und sind... Jawohl, hohes Gericht. Ich heiße Kellner und bin Kellner. In einem Nachtcafé. Berichten Sie. Also, unser Klavierspieler hat jeden Tag von 9 auf Nacht bis um 2 in der Früh Dienst. Vor 2 in der Früh darf er nicht heimgehen. Da ist unser Chef sehr haglich drauf. Weil wir haben bis 2 Uhr offen. Und es kommt oft vor, dass sie in letzter Minute noch ein Gast ein Lied wünscht. Unlängst, wie der Alte nicht da war, ist der Klavierspieler schon um 2:30 Uhr heimgegangen. Leute waren ja keine mehr da. Ne? Nur der alte Boschlik war da. Der Mann von unserer Toilettenfrau, der sich heute immer mit dem Moped abholt, damit es ein bisschen an die frische Luft kommt. Ne? Der Boschlik ist ein pensionierter Kondoleur, Beileidsmenscher von der Leichenbestattung. Und immer schwarz angezogen. Und darum hat ihm der Klavierspieler ersucht, dass er sich bis zur Sperrstunde zum Klavier setzt, wenn einer bei der Tür reinschaut. Ne? Der alte Boschlik kann nicht Klavier spielen, aber es hätte eigentlich nichts passieren können, wenn nicht 20 Minuten vor der Sperrstunde nur ein Gast gekommen war mit seiner Frau. Guten Abend. Flasche Weißen, aber einen trockenen. Nun, Maestro? Ich heiße Boschlik. Unglückseliger. Vielleicht spielen Sie uns noch was Schönes, Boschlik. Wir sperren in 20 Minuten. Ich weiß. Wir gehen Punkt 2. Aber bis dahin können Sie uns ja noch was Hübsches hören lassen. Was wollen Sie denn hören? Una Serenata. Hm? Eine Serenade? Serenade dauert zu lang. Mit einer Serenade wäre ich nicht fertig bis um 2. Schöne Serenaden dauern alle länger. Maestro Boschlik, Gewerkschafts Rubinstein, spielen Sie eine Polka. Polka? Oder von mir aus ein Galopp, der dauert nicht so lang. Ist ja. Ein Galopp, der geht sich aus. Jetzt haben wir noch. Wie spät haben wir? Das sind 16 Minuten, ja? Da geht sich der Galopp noch aus. Sie sind ein Mensch, der gerne einen Galopp hört. Aber um Punkt 2 muss ich Schluss machen. Sie dürfen mir dann nicht böse sein, wenn ich Punkt 2 Schluss mache. Ich bin nie böse. Aber jetzt spielen Sie schon den Galopp. Ich spiele einen Galopp von Schwind. Es war ein lungenkranker Komponist. Nachdem ist die galoppierende Schwindsucht benannt. Das ist ein tragischer Fall. Ich spiele den Galopp auch nur auf die schwarzen Tasten, weil er so traurig ist. Warten Sie, suchen mir die Noten, wir werden es gleich haben. Wo sind's denn? Nur ein schwarzes Papier ist. Ich wär's gern. Herr Boschlik, ich will's auf Teufel was hinkehren.
Na Moment, Moment. Erst einmal soll er noch den Galopp spielen, solange wir das noch aushalten. Zwei ist, aus ist. Ich habe dem Herrn nachgeschaut und hier beginnt eigentlich meine eigentliche Zeugenschaft. Sie haben steppert. Sie hätten mir jetzt bald zusammengeschoben. Wir haben einen Rausch. Ein Rausch. Gib's zwei Rosen her und schleichen. Dankeschön, der Herr. Schleichte, können zu einem Rotzbuben sagen, aber nicht zu mir. Ich hol jetzt die Wach, weil sie riechen noch Wein. Also geben Sie mir noch fünf. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Augenblick. Ich muss Ihnen noch was sagen. Wenn Sie glauben, dass ein armer Blumenverkäufer ein Mensch zweiter Klasse ist, dann muss ich Sie eines Besseren belehren. Ich bin hier bekannt und beliebt. Dann steigen Sie aus und fragen Sie den Wachmann, der dort steht. Wie? Na, so schön. Jetzt war noch fünf. Herzlichen Dank, der Herr. Bitte. Vielen Dank. Sie sind ein echter Rosenkavalier. Aber so, die jungen Leute. So. Aber eins sage ich Ihnen. Kränken brauchen Sie mich deswegen nicht. Na, ich hab halt kein Geld, dass ich so viele Rosen verschenken kann. Ich muss verkaufen. Also stellen Sie die ganze Körbel hinein mit allen Daten und rein das Graffelwerk. Da her, da. So, ja, ich setze aber dann. Oh, bitte sehr, bitte schön. Da. Danke. Ich will es nicht mehr sehen. Ein schönes Edelweiß hätte ich noch für die Frau Gemahlin zur bleibenden Erinnerung, damit sie immer daran denkt. An was würde ich damit denken? An Ina? Ina kann es vergessen, weil sie kommen jetzt mit. In der Presserei probiert er oft. Er hat sich mit mir viel abgekauft. Halten Sie sich als Zeuge bereit. Also, gehen wir. Aber im Galopp. Ja. Naja, und so bin ich dann eben doch noch zu meinem Galopp gekommen, wenn man so sagen kann, Frau Rath. Ist das der Verkäufer? Ja, ja. Herr Peierl? Peierl. Hiermit sind Sie eindeutig überführt. Es haben sich allerdings noch viele Leute gemeldet, die Sie ebenfalls bedient haben, die erst angehört werden, bevor ich das Strafmaß verkünde. Für heute, meine Damen und Herren, ist Feierabend. Jetzt haben wir doch noch Weiße Weihnacht. Das hätte man da früh nicht gedacht. Wo feierst du Heiligabend? Ja, du weißt, ich bin allein zu Hause. Jetzt kaufe ich noch einen Baum. Lametta habe ich schon vorsorglich gestern gekauft. Ich tät ja sagen, komm zu uns. Aber die Verwandtschaft kommt du und... Na, das ist nicht notwendig, wirklich nicht. Sehr lieb, wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Alles, alles Gute. Frohe Weihnacht. Schöne Weihnachten! Gleichfalls. Was kostet der Baum? 300 Schilling. Ein bisschen viel für die Zeit. Kommt ja keine Kundschaft mehr. Ich wäre nicht billiger. Da warte ich noch ein bisschen. Sie werden schon billiger werden. Na, glauben Sie was? Ich wäre nicht billiger. Na, werden wir sehen. Ich hab Zeit. Ich auch. Na,
Na, schauen Sie, lieber Herr, kein Groschen lasse ich noch. Da können Sie bis morgen früh auf der Kiste da sitzen bleiben. Wird sich ja herausstellen. Hören Sie, es ist schon bald sechs. Wartet niemand auf Sie? Nein, aber auf Sie anscheinend auch niemand, weil sonst wären Sie schon weg und hätten Sie mir den Baum billiger gegeben. Wollen Sie einen Schluck? Gern. Ah, mit Rum? Ja. Eine Zigarette? Nein, danke schön. Ich rauch nichts. Gesundheit. Wissen Sie was? Ich zünd jetzt den Baum an. Der Kerzeln habe ich. Bevor ich billiger hergib, da verweh ich den lieber. So. Ich habe eine Lametta mit. Ja? Jetzt hänge ich gleich dazu. Ah, ist gut. Was mache ich sonst damit? Thank you.